Willkommen zurück hier bei unserem Ortrinkaufbau. Wie ihr seht, haben wir drei verschiedene Stufen. Wir sind mittlerweile bei Tüte 14 angelangt. Von 15, es geht aufs Ende zu, Leute. Richtig. Bald habt ihr es geschafft, dann könnt ihr uns abonnieren. Dann wollen wir mal loslegen. So, ich zoome euch wieder ein bisschen näher ran, dass ihr auch alles sehen könnt. Recycling. Aha, es geht also auf dem Speicher direkt weiter. Das haben wir in der letzten Folge gemacht. Und da geht es auch direkt wieder weiter. So. Oh, hä? Ich hab schon eins. Na. Oh, yeah, yeah. Ganz viele Stacheln wieder. Ja. Ja, mal gucken, ob das nicht die letzte Folge wird. Ja, wieso? Die 15 ist noch viel. Also. Ja, das ist der Punkt. Die 15 hat wieder mehr. Da hatte wer es. Oh, fünfmal schon wieder. Ja, diesmal war richtig. Ja, also wenn ihr die andere Folge verfolgt habt, da ist uns aufgefallen, dass wir dann mal eine andere Farbe genommen haben. Eine andere Größe. Genau, das kann passieren, weil es ist nicht immer gleich ersichtlich, so konkret zumindest. Klar, wenn man pingelig ist, hätte man es vielleicht von Anfang an gesehen, aber so pingelig sind wir noch nicht. Blind halt. Ja, genau, das ist halt ein Blindbildprojekt. Jemand, der es schon 10-mal gemacht hat, wüsste ganz genau, welches Braun er genommen hätte. Richtig. Ah, so. Aber uns ist es ja aufgefallen, haben wir korrigiert. Alles gut. So sieht es aus. So, die anderen vier habe ich. Ja, dann packst du dran. Ja, dann muss ja auch wissen, wo, ne? Hier unten an den Grauen. So, dass die Spitze nach oben zeigt. Das war mir bewusst. Wenn ihr irgendjemand oder irgendwas schreien hört, das sind die Nachbarn draußen. Ich habe das Fenster nämlich noch offen, obwohl es hier immer noch sehr heiß ist. Irgendwie. Es ist sehr warm hier drin, aber. Wir sitzen jetzt auch schon ein paar Stündchen in diesem Raum. So. Ein paar viele Stündchen. Und ihr müsst wissen, wir drehen das in einem Zuge, mehr oder weniger. Wir haben noch einmal kurz die Karte leer gemacht. Ist auch besser, das in einem Zuge zu bauen. Ihr kriegt es aber nicht an einem Tag. Nein, um Gottes Willen. Das teilen wir wieder schön auf. Das teilen wir auf jeden Fall. Ja. So, jetzt haben wir sogar eine Ansicht von oben. Hier. Weil die auch sehr verwirrend ist. Nö. Doch. Ich komme das damit klar. Ich finde die schöner hier oben. Ja, prompt machst du auch einen Fehler. Nein, das ist richtig so. Ja, aber, ach so. Ja, wir haben das nämlich richtig rumgedreht. Ja, Entschuldigung. Egal. Doch, ja, doch. Das ist schon richtig, ja. Ich ziehe meinen. Prompt macht auch gleich einen Fehler. Erst meckern, dann kontrollieren, ob es berechtigt ist. Genau. Aber uns fehlt noch einer. Nee. Hast du ihn? So. Ja, dann kommen wieder die Stacheln. Die Stacheln kommen wieder dran. Stachi. Hattest du recht, dass die nochmal auftauchen? Hatte ich ja gesagt. Ja. Ja, wenn wir noch andere Sets aufbauen, dann werden die uns auch wieder begleiten. Mhm. Kommt da vorne auch wieder einer? Einer. Muss man echt aufpassen, dass man nicht zu viel Druck ausübt und einem alles wieder entgegenkommt. So, 4, vorne 4, 8. Ja, richtig. Und bei dir in der Ecke? Bei mir in der Ecke, habe ich auch gesehen. Ups. Und alles macht er kaputt. Habe ich ja gar nicht. In mühsamer Kleinster bald aufgebaut. Oh Gott, das Schild kommt immer runter. Das Schild will nicht hängen. Kann ich verstehen. Hat einen Hänger. So. Ich kann ja schon mal. Ja, diese kleinen Teile fehlen noch. Klein. Ja, 18 Stück, genau. Ich weiß gerade gar nicht, was das ist. Die hier. Okay. Die sind das. Ach so. Das sind 8 Stück nur. Ach, nicht 18, genau. Ja. Die kommen auch so dahin. Nach innen zeigend. Ja. Noch zwei. Eins. Da ist auch einer. So.
So, dann haben wir 8 von diesen Schrägen. Diese kleinen Pinökel. Gott. Die kommen dann so innen zeigend. Stimmt, ja. Stimmt. Davon haben wir schon auch welche übrig. Wir hatten ja vorher schon welche von denen übrig, oder? Ja, richtig. Also wenn uns jetzt einer fehlt, wissen wir, wo sie sind. Wir haben noch so ein Hörnchen übrig hier. Aber das ist immer Ersatz. Oh, und dann kommen die Teile her. Die kommen hier oben drauf, oder? Die kommen jetzt noch da oben drauf, aber... Oh mein Gott. Nee. So. Und die anderen zeigen so, genau. So wie du das jetzt hast. Ja, also komplett anders eigentlich wie... Genau, weil da... Aber einer fehlt noch davon. Da. Hast du? So. Wir kommen zum Ende. Aber das doch mal sehen wollen kurz. So sieht bisher aus. Oh nein! Ein Zauberstab. Hat er nicht mehr 3? Achso, eine 3. Ein Zauberstab. Wahnsinn. So. Wir bauen uns eine UFO-Landebahn. Kommt da noch mehr von? Ja. 4 Stück. 4 doppelt. So, und dann kommt der da drauf. So, und dann geht's richtig in die Höhe hier. Mit so schöne Spezialdinger. Ach so, da bist du schon. Ach so, du hast die Horror, du kannst ja die Sachen nebenbei noch machen. Also umdrehen und dann kommt die. Genau. So. Ja, jetzt wird's richtig hoch. Ich glaube, sowas gab es damals bei den Einfamilienhäusern auch. Richtig, richtig, gab es auch. In Weiß. In Weiß. Hatte schon bei Barbie Flair. So, wir brauchen was, so wie es steht, ist gut. So, jetzt viermal. Aha. Erst grau, dann schwarz. Ja. So, und die kommen dann jetzt hier als Befestigung. Dicke Doof. Dicke Doof. Jetzt soll ich ihn reindrücken können. So, jetzt. So. Und nochmal viermal. Dieselbe in Grün? Dasselbe in Grün. Jetzt sind wir noch gleich. Ach, aber zweimal grau, ne? Ach ja, zweimal drauf, gut, dass du es sagst. Geht jetzt. Ja, reine Gewohnheit, ich mach's nochmal so wie vorher. Genau, okay. Dann hat Lego das hier doch richtig gemacht. Hast du schon wieder nach Steinen gesucht, die nicht da waren? Genau. Den letzten machst du gerade, ja. Ja. So, jetzt kommen. Okay, das und dann diesen nach außen und dann kommt das da dran, nach unten zeigend. Das ist jetzt nicht wie auf dem Bild irgendwo, ne? Oder muss das so? So, ne? So? Das ist in der Mitte. Nee, das ist nicht in der Mitte. Doch. Das ist nicht in der Mitte. Oder? Warte, wenn es ist hier, ja, dann ist es in der Mitte. Möchtest du die Spitze so haben oder andersrum? Aber ich glaube, so ist richtig. Nach. Ja, gute Frage, warum? Das ist auf dem Bild nicht unbedingt ersichtlich. Also ich hab. Nee, ich hab das so rum. Also das ist. Also so. Genau. Ja, doch, so sieht es auch gut aus. Nee, so soll das auch sein, siehst du hier. Das ist ja hier. Ja, dann machen wir es auch noch. Das soll so sein. Immer streng nach Anleitung, liebe Kinder. Ja, man kann ja auch. Nein. Ein bisschen kreativ sein. Ein bisschen, aber nur. Ein bisschen. Nicht zu viel kreativ sein, sonst hast du gleich ADHS. Ja, das ist leider so, ne? Dann wird gleich gesagt, dann. Ja. Ist krankhaft. Das war übrigens eine versteckte Kritik an die Pharmaindustrie. Aber ganz versteckt. Ganz versteckt. Das sieht man. So, dann kommt. Ach, da ist auch die Treppe noch. Aber wo kommt das jetzt hin? Wo, was hast du denn da? Dieses.
Das kommt hin unter die Treppe. Das dient als... warum war die Treppe denn da? Das dient als Verschluss hier. Ja, stimmt. Dafür haben wir den Pinöckel noch da drunter. So, und wenn du das ein Stück drehst, dann kann die Treppe nicht runterfallen. Siehst du? Ah. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Wir haben hier unten ein Knöpfchen. Wenn wir das drehen, können wir die Klappe aufmachen. Und wenn wir zurückdrehen, haben wir hier eine Sperre drin. So wie es sein sollte. Sehr gut durchdacht. Aber wir haben hier einen Teil. Mal gucken. Vielleicht haben wir das auch. Überall. Wie sich das gehört. So. Ich denke, wir machen trotzdem Cut. Richtig. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei der letzten Tüte Nummer 15. In dem Sinne.